Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. So, ich hoffe, ihr seid gut ins Wochenende gestartet. Ich will euch jetzt auf jeden Fall diesen Start noch zusätzlich versüßen, denn tatsächlich Patch 2.3 ist im PTU gelandet, das heißt im Public Test Universe, ist über Nacht gekommen von Freitag auf Samstag. Weezen und Dozer sind gerade dabei, die Starfarer für euch zu covern, die jetzt nämlich damit in den Hangar gekommen ist. Und ich setze mich mal auf die Kartual, die habe ich ja schon mal im Hangar vorgestellt als sich und jetzt ist sie flight ready. Und dementsprechend bin ich auch hier auf dem Landing Pad Alpha in Port Olisar und möchte sie jetzt mal mit euch in einem ersten Blick auf jeden Fall anschauen und gucken, wie sich das Ding so fliegt. Und dafür haben wir sie uns jetzt auf das Landing Pad geholt. Übrigens, falls es jemandem aufgefallen ist, im PTU ist Crusader wieder da. Und zwar ganz nah, wie man hier gerade so sieht. Der Planet ist ganz irre dann rangerückt wieder. Mal sehen, was es damit auf sich hat. Wir gucken uns jetzt erstmal hier das Schiff wirklich im Universe an. Also, wir hatten es im Hangar ja schon mal gesehen. Sie sieht hier auch sehr, sehr schick aus, gerade natürlich in dem Licht. Und ich bin wahnsinnig gespannt, wie sie sich fliegen wird. Also wirklich sehr, sehr gespannt darauf. Da ich ja bisher wirklich nur den Hangarblick hatte. Ich bin gespannt, wie sich auch die Waffen auswirken. Mal gucken. Übrigens, ich habe im Holotable nachgeschaut. Es sind M5A-Laser da dran. Momentan, die sind Size 3-Laser. Das heißt, wir werden uns das jetzt auf jeden Fall mal anschauen, weil ich tatsächlich aktuell keine Ahnung habe, ob sie gimbalt sind oder nicht. Ich habe sie auch nicht abgebaut, sicherheitshalber, um mal nachzugucken. Das testen wir gleich mal im Flug. Außerdem kann man sagen, dass ich auf die Animationen sehr gespannt bin, die sich zeigen. Und dementsprechend würde ich sagen, wir gehen jetzt mal direkt mal rein und gucken uns das mal an, wenn ich denn hier einen Eintrittspunkt finde. Ich gehe jetzt mal auf die andere Seite. Übrigens hier, man sieht schon, ich bin nicht der einzige Tester, gerade aktuell. Wir werden also sicherlich ein bisschen Gesellschaft kommen. Ich werde mich jetzt aus den großen Kämpfen aktuell raushalten. Und erstmal nach Yela fliegen und so ein bisschen dem Flight-Test unterziehen. So, und auf geht's. Die Leiter kommt raus, die schwebende Leiter. Und ja, jetzt sind wir auch schon drin. Schalte jetzt mal auf Flugmodus. Ah, der Pilot. Ah, man sieht schon, wir haben hier die neuen Steuerungsorgane. Der Pilot legt sozusagen tatsächlich seine Hand hier drauf. Wenn man sich jetzt mal umguckt, haben wir jetzt also keine Joysticks oder sonst irgendwas, sondern etwas ganz anderes. Wie schon im Hangar gedacht, haben wir hier diese, ja, ich möchte mal sagen Trackballs, mit denen wir hier das Schiff kontrollieren. Und von da aus würde ich sagen, legen wir mal los und starten mal das Schiff. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Wir gucken mal in die Außenansicht, dass sich jetzt gleich was verändert, während ich jetzt hier die Startposition einnehme. Gut, und ich würde sagen, damit geben wir mal Gas. Oh ja. Und da passiert schon was. Also zumindest... Oh, jetzt faltet sie sich auf. Wahnsinn! Vertikaler Flugmodus, Leute. Ich sage euch, bevor ich jetzt ins Cockpit nochmal reingehe, hier einmal der Blick aufs Ganze. So sieht das Schiff also aus, wenn sie fliegt. Sehr schön. Also ein ganz andere Ansicht. Wir sehen hier übrigens sehr schön, haben wir vier Tier 3 Triebwerke, Haupttriebwerke. Das sind diese beweglichen Triebwerke hier an den, wenn man so möchte, Flügeln. Und ansonsten haben wir 8 Tier 2 Manöverdüsen. Das ist also auch schon eine ganze Menge. Das heißt, wir werden vermutlich gleich erleben, dass sie relativ beweglich ist. Sieht hier auch schon ein bisschen was. Jetzt gucken wir uns mal an hier, ob wir das Cockpit sehen können. Da sehen wir nämlich hier jetzt wirklich in der Mitte. Ja, ja, da sitze ich drin. Und bin wahnsinnig gespannt, wie sich das Ding jetzt anfühlen wird im Flug. Ich werde jetzt mal von außen einfach ein paar Manöver machen, um mal zu gucken, wie sich das Schiff so bewegt im Flug. Man sieht schon, da ist viel Bewegung, viel Spiel drin in den Flügeln. Und von da aus her zoome ich mal ein bisschen raus und wir gucken uns mal an, wenn ich jetzt hier mal ein paar Manöver fliege. Zum Beispiel rollen. Ja. Mal den Booster zuschalten. So. Und wir gehen mal auf Fullspeed hier. Ja. Schalte mal um auf SCM. Oh ja. Damit sind wir jetzt schon etwas flotter unterwegs. Also man sieht, das Schiff ist die ganze Zeit sozusagen mit dabei und verändert sozusagen die Flügelrichtung, je nachdem, wo mein Schub hingehen soll. Von den Manöverthrustern sehe ich jetzt aktuell nichts, aber das heißt auch noch nichts. Wir gucken uns jetzt mal die Cockpit-Perspektive an. Interessant. Also,
Klar, wenn ich mich umgucke, habe ich eine relativ gute Sicht. Ne? Wir haben zwar hier zwei relativ feste Streben in der Mitte, wo ich noch nicht so ganz weiß, ob die mir jetzt wirklich helfen. Aber zumindest zu den Seiten raus sehe ich sehr, sehr viel. Fühle mich auch ziemlich frei hier, muss man ehrlich sagen, ziemlich offen. Habe also ansonsten, wenn ich mir das jetzt hier richtig besehe, ein vollständiges Fighter-HUD. Das heißt, eigentlich alles ist projiziert. Wir haben in der Mitte ganz klar die Angaben mit Thruster und SCM und dem Boost. Wir haben oben vier Schildgeneratoren, die man sehen kann. Ich habe anscheinend auch schon was an den Energiegruppen verändert. Das kann ich direkt hier im HUD tun. Also, wir haben keine Multifunktionsdisplays. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet bei der Apoa Corporation, die das fertigt. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Ding hier fliegt, unterwegs ist. Also in jedem Fall relativ fix, ja. Wir sehen, Port Olisar ist schon eine ganze Weile runtergewandert. Und ich versuche jetzt mal wieder auf den Flugvektor dahin zu kommen, um mal rauszufinden, was wir im SCM für eine Haupt-Main-Geschwindigkeit kriegen, ja. 220 sehe ich jetzt, also 220 auf jeden Fall Basis-SCM. Wenn ich jetzt den Boost dazu nehme, kommen wir auf 325 Meter pro Sekunde im SCM. Das ist schon mal recht ordentlich. Also damit sind wir schon mal ziemlich fix unterwegs. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an in Bezug auf den Quantum Drive und fliegen mal nach Yela. Weil in Yela gibt es nämlich mit diesem Patch auch was Neues. Wir haben nämlich jetzt dort Waffen versteckt. Es gibt neue FPS-Waffen. Ich glaube nicht, dass ich sie jetzt direkt finden werde am Anfang, aber zumindest werden wir mal versuchen, dass ich da ein paar Flight-Tests machen kann und das Schiff mal ein bisschen austeste. Und von daher würde ich sagen, schießen wir mal los. Ah, ja. Oh! Oh, weia, neue Animation. Ich fasse es nicht. Wir haben tatsächlich eine komplett neue Quantum Drive Animation hier drin. Ihr habt es gesehen. Das sieht ja jetzt irre aus. Wenn ich mir übrigens die Triebwerke so ansehe. Hell of a job, guys. Guckt, kennt ihr diese Kugeln, wo man so rauffasst und wo dann so Blitze schlagen, die man gerne in Museen sieht, so Technikmuseum oder sowas? Genau so sehen die Triebwerke aus, finde ich. Ziemlich geil geworden, muss ich mal ehrlich sagen. Und von da aus gehen wir jetzt mal weiter. Also ihr habt gesehen, es gibt eine komplett neue Quantum Drive Animation jetzt. Die sieht anders aus und muss man ja sagen, wieder ein Stückchen geiler geworden. Wir schalten jetzt mal auf Cruise Speed und gucken mal, wie schnell wir mit der guten K2AL im Cruise Speed werden. Gucken wir uns dafür mal das Schiff noch ein bisschen an von außen. Ist schon was anderes, ne? Also es ist schick einfach. Ich finde, es ist definitiv ein Alien-Design. Man sieht es schon, sie ist sehr, sehr schick. Sie ist völlig anders aufgebaut als alles, was wir bisher kennen. Wie sich das dann im Kampf auswirkt, werden wir auf jeden Fall in Ruhe auch in dem Let's Play nochmal zeigen. Also Wiesen wird das Ding sicherlich auf Herz und Nieren testen. Ich will euch jetzt wirklich hier nur mal einen ersten Eindruck geben, um mal zu schauen, wie sieht denn dieses andere Flugmodell jetzt aus? Wie sieht es aus, wenn sie sich aufstellt? Das haben wir ganz schön gesehen. Und gucken von da aus mal, wie sie sich jetzt hier im Cruise-Speed anstellt. Alles klar, 619 Meter pro Sekunde kriegen wir im Cruise-Speed hin. Das ist relativ viel. Damit ist sie wirklich ganz schön schnell. Nicht ganz so schnell wie andere Schiffe. Also die Avenger hatte mal über 1000. Das heißt, wir haben hier immer noch gutes Mittelmaß im Cruise-Speed. Aber auf jeden Fall ist sie schon relativ fix unterwegs. So, Waffen feuere ich gerade mal ab. Sehe jetzt noch keine Animation dazu. Gucken wir mal in die Außeninsicht, ja. Also wir haben auf jeden Fall zwei. Ich kann jetzt leider nicht feststellen, ob sie jetzt Gimbals sind oder nicht, weil ich die Waffen nicht sehe. Sieht mir aber danach. Nee, sind sie nicht. Also es sind keine Gimbal-Waffen. Man sieht es jetzt in der Mitte am Kreuz. Es bleibt tatsächlich in der Mitte hängen. Das heißt, wir haben keine Gimbal-Waffen dran. Das heißt, wir haben zwar Size 3 Bering-Laser dran, M5A wie gesagt, aber es sind Fixed-Waffen. Das heißt, wenn ich jetzt sie abbauen will und durch was anderes ersetzen möchte, wären dementsprechend Size 2 Waffen Gimbal möglich bei dem Schiff. Also eine schöne Sache. Gucken wir uns mal an, das Rollverhalten ist ordentlich, ja, finde ich okay, ist jetzt nicht so, wie ich es erwartet hatte, ich dachte, sie springt ein bisschen schneller an als aufs Rollen, oh, weia, da ist es schnell, also pitchen, ja, meine ich, und Pitch, das geht relativ fix, das sieht man schon, teste ich gerade hier mit meinem Joystick so ein bisschen aus, wir sehen auch hier, der Line-of-Sight-Indicator braucht eine Zeit, um nachzuziehen.
Ja. Jetzt erst komme ich auf den langsamen, normalen, auf den aktuellen Flugvektor zurück. Also sie braucht tatsächlich eine Zeit, um so ein bisschen den Drift auszugleichen. Aber ansonsten ist sie gerade im, also insbesondere im Yaw ist sie extrem schnell. Das sieht man schon, ne? Wenn ich jetzt versuche, mit dem Afterburner zu beschleunigen, kommen wir der Sache schon ein bisschen näher. Allerdings geht der relativ schnell alle, ne? Also das sieht man schon. Hat es kurz gehakt, aber ich bin noch auf dem Server. Ja, also von daher, wir sehen schon, es gibt hier viel zu entdecken an dem Schiff. Allerdings muss ich auch dazu sagen, es ist noch PTU, es ist die erste Version. Wer die Saber kennt aus der ersten Version in PTU, ist was völlig anderes als dieses Schiff. Und was ich auch sehe, ist, dass tatsächlich der Fuel vom Afterburner sich nicht wieder auflädt. Das heißt, er bleibt jetzt fest beim Boost bei 37 stehen und er ist tatsächlich noch nicht wieder aufgeladen. Das heißt, das passiert anscheinend hier nicht selbstständig. Ich weiß aktuell tatsächlich nicht, ob das bei dem Patch vielleicht auch bei anderen Versionen oder bei anderen Schiffen so ist. Aber hier ist es auf jeden Fall merkbar, dass er sich nicht selbstständig wieder auflädt. Ja, wir gucken uns mal an. Also wie gesagt, hier gibt es jetzt in Yela, versteckt soll es jetzt drei FPS-Waffen geben. Zwei neue, um genau zu sein. Und zwar eine Sniper-Rifle tatsächlich und eine Shotgun. Das heißt eine, ja, Schrotflinte, wenn man so will. Ich glaube eine Electronic-Shotgun. Die sollen hier versteckt sein. Ich werde mir jetzt hier nicht mal die Zeit nehmen, sie zu suchen. Das suchen wir in einem anderen Let's Play mal für euch heraus. Hier geht es mir jetzt tatsächlich erstmal um die K2AL und ich werde mir jetzt nochmal kurz den Crewspeed geben und mal zu diesem kleinen Asteroidenhaufen dorthin fliegen. Einfach mal, um ein bisschen Manövrierfähigkeit zu testen. Und dann werde ich nochmal schauen, ob ich vielleicht zu einem Comrade nochmal hinkomme. Wie gesagt, im Kampftesten, auch im Marina Commander Testen werden wir sie auch nochmal ausführlich. Hier soll es jetzt einfach nur darum gehen, dass wir uns dieses neue, schicke Alien Design mal hier tatsächlich angucken zusammen. Und ich sehr gespannt bin auf euer Feedback, sehr gespannt bin darauf, wie ihr das Schiff findet, weil ehrlich gesagt, hier so im freien Weltraum gefällt sie mir jetzt echt gut. So, jetzt gehen wir mal runter vom Crew Speed und gehen mal auf den SCM-Modus. Sie haben hier auch was an den Asteroiden getan. An der Dichte haben sie auch was getan. Das sieht man schon. Auch das Rendering selbst der Asteroiden finde ich jetzt extrem schick. Wenn man so mal nach links aus dem Fenster guckt. Wahnsinn. Also hier kann man schon was erleben, Leute. Das sieht auf jeden Fall echt gut aus. Jetzt gucken wir nochmal, ob meine Waffen irgendwie einen Einschlagpunkt haben. Ja, da seht ihr sie, ne? Ja, klar, die schießen von über mir. Das heißt, ich sehe jetzt keine. Ich sehe jetzt zwar die Blitze hier im Cockpit sich reflektieren, aber ich sehe natürlich die Waffen nicht. Die kommen nämlich von über mir runter sozusagen. Ja, und sie beschleunigt dann beim Rollen. Also wie gesagt, wir haben so festgestellt, Rollverhalten ist eine Sache, die ist, die kann sich sehr stark noch ändern in den Patches jeweils. Das hat noch nichts zu sagen, dass sie jetzt momentan sich so bewegt und so gibt. Das kann sich alles noch drehen und ändern. Aber es ist ein sehr, sehr interessantes Design. Ich denke, als Scoutfighter, als tatsächlicher Scout, wie sie angelegt ist, macht es mit der Rundumsicht auch ganz gut Sinn. Wir müssen natürlich auch herausfinden, wie das mit ihrer Signatur ist, wie viel sie ausstrahlt. Ich glaube, das ist nämlich nicht sonderlich viel, wenn ich gerade da unten auf mein Panel gucke. Aber das müssen wir auf jeden Fall noch testen für euch. Das wissen wir jetzt noch nicht. Und das wird sich sicherlich auch noch einiges ändern. Kann ja mal kurz zwischenzeitlich auf mein Mobiglas gucken. Mal gucken, ob es gerade irgendwas gibt, was wir ja noch anfangen können hier zusammen. Sieh mal einer Schau. Wir könnten zum Beispiel versuchen, da mal hinzufliegen. Das könnte nämlich sein, dass da Piraten auftauchen. Und dann testen wir sie noch mal kurz im Kampf. 625, da wollen wir mal hin. Hoffentlich ist es nicht hinter Crusader. Man sieht auch tatsächlich, an Crusader hat sich schon die Aufteilung ein bisschen verändert. Kann ich jetzt natürlich nicht so nicht lesen. Was ist denn jetzt? Zoomen wir mal rein. Aber nein, das ist es nicht. So, schauen wir mal. Ja, da sind wir. Hier muss es so sein, da drunter. Ah ja, da ist es.
Hervorragend. Ja, dann hauen wir mal den Quantum Drive rein und fliegen mal dahin. Mal gucken, was passiert. Ich muss außerdem unbedingt diese Quantum Drive-Animation nochmal sehen, die neue. Die hat mich echt begeistert. Also schauen wir uns das mal an. Yes, oh ja. Meine Herren, Leute. Das sieht ja mal geil aus. So, willkommen am Comrade. Ich werde jetzt diese Mission natürlich nicht machen. Ich werde mir jetzt erstmal nur angucken, ob ich hier irgendwo NPCs finde, wobei sie angekündigt haben, dass einige NPCs hier auch nichts machen jetzt. Von daher gucken wir uns nochmal an, ob ich jetzt jemanden finde. Und ansonsten schalten wir mal schön in die Außenansicht nochmal. Das ist schon irre, das Teil. Also muss man ja mal sagen. Fans von Alien-Schiffen, glaube ich, werden sie lieben. Ich finde sie schon sehr schick, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin sehr gespannt auf die anderen Xian-Schiffe, insbesondere die größeren, wenn wir dann welche zu sehen kriegen. Momentan hat ja jede andere Rasse als die Menschen nur einen Hersteller. Das heißt, Aopoa, die jetzt die K2A herstellen, die sind bisher der einzige bekannte Hersteller der Xian. Mal gucken, ob noch was anderes passiert. Gut, also Gegner habe ich hier keine. Dementsprechend werde ich euch jetzt nicht den Gefallen tun können und das Ganze im Kampf zu testen. Ich denke aber auch, das ist eine Sache, die sollte Weezen machen. Schließlich ist er der Fighter-Pilot von uns. Ich kümmere mich dann lieber um die größeren Pötte, wenn sie denn dann kommen. Bin schon ein bisschen neidisch, dass Weezen und Dosa jetzt die Starfarer schon mal angucken konnten und ich noch nicht. Was ich jetzt mache, ich werde mal versuchen zu landen. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal Richtung Port Olisar, zu dem ich jetzt natürlich nicht ohne weiteres hinkomme. Doch, knapp. Mal gucken, ob es klappt. Und dann werde ich mal die Landung machen, um dann nochmal die Animation zu sehen. Gerade aus dem Cockpit raus wird es bestimmt spannend sein, nochmal anzugucken, wie sich das alles verdreht, wenn wir dann versuchen, wieder zu landen. Also in jedem Fall spannendes Schiffsdesign, macht Lust auf mehr, also Lust auch mehr zu erfahren, wie die anderen Alien-Schiffe dann aufgebaut sind. Gerade jetzt aktuell ist ja die Blade im Sale von den Vendul bzw. Aspera, der Nachbau, ist jetzt noch bis Montag im Sale. Sicherlich auch ein spannendes Schiff, hier fliegen schon andere rum, man sieht's. Sicherlich auch ein spannendes Schiff für Leute, die zum Beispiel auf die Glaive oder auf die Scythe stehen. Also man merkt, es kommen auch langsam mehr Alien-Schiffe mit dazu. Finde ich auch eine gute Sache. So, jetzt werden wir uns mal was zum Landen raussuchen hier. Wo sind wir denn? Und dann, wie gesagt, werden wir uns das Schiff nochmal ganz genau im Flight-Test sozusagen angucken. Ah, der ist doch schon da. Ah, man sieht auch, guck mal, wenn ich den Schub zurücknehme, bewegt er auch die linke Hand. Das scheint irgendwie, dieser Trackball scheint der Schubregler zu sein. So. Jetzt muss er natürlich ein bisschen aufpassen, wenn ich jetzt mal in die Außenansicht gehe. Dass man da unten nicht mit hängen bleibt. Ah, okay, super. Jetzt faltet er sich ein. Jetzt habe ich es natürlich nicht aus dem Cockpit rausgezeigt, aber ich finde es trotzdem, es sieht trotzdem irre aus. Wir machen jetzt einfach mal noch eine Runde und ich lasse mich wieder ausfalten. Denn wie man sieht, ist jetzt die Nase quasi unter mein Cockpit gerutscht, ne? Das heißt, ich werde mal den Landemodus nochmal deaktivieren und wir fliegen nochmal ein kleines Stück raus, um die Ausfaltung nochmal zu sehen. So, zack. Jetzt dreht sich das ganze Schiff um mich herum. Ich bin ausgefaltet sozusagen und bin flight ready. Also tatsächlich für den Manöverflug jetzt gedacht. Und, wenn ich jetzt gleich nochmal, und jetzt werde ich gleich nochmal versuchen zu landen. Und dann nochmal die Animation von innen sehen. So, machen wir jetzt mal die. Zack. Da sind wir. Ziel bestätigt. Und da geht es jetzt hin. Und jetzt aktivieren wir die automatische Landung. Mal sehen, ob es funktioniert. Und werden uns jetzt mal hier hinbegeben. Ja, ich merke schon. Aha, da kommt die Nase hoch. Und er steuert mich jetzt von automatisch dahin. Ich brauche jetzt gar nichts mehr machen. Sondern gucke einfach mal, wie sich das dann anfühlt oder ansieht, wenn sie landet. Klasse Konzept, muss man ja mal sagen.
Ich finde, das ist sehr, sehr abgefahren. Kann sein, dass die Automatik jetzt gerade hier nicht ganz funktioniert, macht aber nichts. Und jetzt sind wir abgestürzt. Sehr schön. Also Leute, das war kurzzeitig jetzt die K2AI, also in dem Let's Play, tatsächlich im PTU. PTU stürzt hin und wieder mal ab. Das kennen wir ja, den Spaß. Auf jeden Fall würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns abonniert natürlich, um up to date zu bleiben. Ihr seht, wir sind da immer relativ fix mit den Updates zu Star Citizen. Außerdem natürlich, wenn ihr uns abonniert und dann natürlich auch liked und disliked das Video. Kommentare schreibt, was haltet ihr von dem Schiff? Wie sieht es für euch aus im ersten Moment? Wie gefällt euch der erste Einblick zur K2AI? Und wenn ihr uns selbst was Gutes tun wollt und uns in der Arbeit für den Channel unterstützen wollt, dann geht doch mal auf Patreon, das würde uns auch ganz, ganz besonders freuen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder auf dem Channel hier demnächst. Ich verabschiede mich mit einem See you on the flight deck. PTU.